Ist das ein Meter? Ja, einen wunderschönen guten Tag, Zuschauer des Große Klappe Kleine Fische Kanals. Wir haben eigentlich einen Ködertest für euch vorgehabt. Der ist aber gründlich schief gegangen, da wir einfach einen Fisch gefangen haben, einen kleinen Hecht. Deswegen haben wir uns zwei Tage später nochmal aufgemacht. Und ja, das hat sich richtig gelohnt. Sowohl Marvi als auch ich konnten unseren PB fangen. Und da will ich gar nicht mehr erzählen, als zieht's euch rein. Ja, wir haben es auf den Tümpel geschafft. Noch mit kleinen Startschwierigkeiten. Ich habe schon schön einen meiner Füße schön ins Wasser getaucht, gerade bin schön Schlamm ausgerutscht. Aber bis dahin ging jetzt alles relativ fix mit dem Aufbauen und ich bin heiß. Wir müssen jetzt erstmal durch so einen kleinen Kanal hier zum See schippern und vielleicht gibt es da auch schon gleich den ersten Biss. Mal schauen. Dass das schon wieder die Sch**e ist wie gestern, dass wir das andere Kabel nehmen müssen. Nervt mich ja schon wieder. Obwohl, du musst, glaube ich, einfach einen Moment warten beim Aufladen. Also, weil sie wahrscheinlich bei 0% ist, warte mal so 10 Minuten und dann probier nochmal, wenn's. Oh, erster Fisch! Oh, richtig guter. Oh, oh nein, zu doll. War ein übelst guter. Oh. Ja, gar keins. Dran? Ist noch dran. Oh, der ist gut. Der ist richtig gut. Ja, ich hoffe nur, dass er dran bleibt, Digga. Ja, Leute, eben schon Fisch verloren und jetzt, Alter, dicke 90er Schleife, mein fucking PB. Alter, ist das ein fetter Fisch. Boah, ist das geil, ey. Mega. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wilder Auftakt, 20 Minuten angeln, erstmal PB geknackt. Ich hatte eben schon, mal sehen, ob ich die Bisse reinschneide. Ich hatte eben noch mal zwei, drei Kontakte, Marvi hatte eben auch schon einen Biss. Hier steigt auch steigen. Die Rauben steigen auch schon der ein oder anderen Fische. Ich will mich jetzt erstmal eine Runde stärken, nach dem Schocker gleich am Anfang. Wild! Ich glaube, das ist schon jetzt gerade in die Sonne so, da werden die da genau da drunter stehen. Gesundheit. Was? Siehst du das da, die Verwirbelung? Da hatte ich einen schönen Nachläufer gerade. Guter? Oh, mal gucken. Vielleicht ist er ja noch da. Packt jetzt hier gleich einmal. Oh, oh, da war er nochmal. Oh, oh, oh. Alter. Eigentlich war das Ziel, Jerkbaits, Swimbaits, Chatterbaits und Spinnerbaits zu testen. Wir werden auf jeden Fall nachher noch Jerkbaits, also ich werde nachher noch meinen Western Swim fischen. Aber gerade habe ich echt festgestellt, vor allem weil die Sonne auch so ballert. Und wir hatten jetzt, ich hatte jetzt drei oder vier Kontakte hier direkt in den Seerosen. Werde ich Marvi jetzt auch nochmal, ich selber fische ja hier auch so einen Balzer-Doppelschwanz-Twister mit einem Offset-Haken und einem kleinen Drilling hinten. Genau dasselbe habe ich für Marvi auch nochmal fertig gemacht, damit wir so richtig schön in den Seerosen fischen können, weil ich glaube, gerade jetzt, wo die Sonne so knallt, da stehen die Fische. Mal schauen, vielleicht beschere ich sie das gleich noch. Ganz was Neues für mich, über links zu werfen.
Alter. Aber das ist dieses Überlinkswerfen, Dicker. Alter! Alter! Hä? Dicker! Dicker, ich will nicht mehr. Dicker, ich... Oh Mann, Alter, ich will nicht mehr. Hier wäre der Top-Water-Frosch auch nochmal geil. Oh! Fischer? Auf meiner Seite, ne? Oh. Nein. Nein. Ja, geht gut auf, der Plan. Zweites Ding. Oh, ich würde sagen, so Anfang 70. Der hat einen schönen Biss gekriegt in der Laichzeit. Wird sich einer von den Größeren gut an ihm vergriffen haben. Ich habe auf jeden Fall fiese Pike-Nuggets gekriegt gerade. Wir fischen direkt in den Seerosen. Und genau da kam der Biss auch wieder volles Brett drin. Also, wir machen so weiter. Ja, wir machen jetzt erstmal eine kleine Essenspause. Wir haben es 6:30. Bisher ist die Bilanz gut. 2 Fische, irgendwie 4, 5, 6 Kontakte. Wir werden jetzt hier noch die Seerosen wahrscheinlich weiter ausfischen und dann mal schauen. Also ich habe auch echt noch Bock, ein bisschen weiter im Freiwasser zu angeln und im Jerkbait hier ein bisschen durchzuziehen. Das werden wir heute auf jeden Fall auch noch machen. Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen weiter auf den Teich rausgefahren. Man sieht hier immer, wie die kleinen, das sind wahrscheinlich kleine Hechte, die hier die Brutfische auseinandernehmen. Und, jetzt habe ich hier gleich, zeige ich euch gleich nochmal, aus einer Alitüte einen improvisierten Driftanker gebaut. Damit finde ich, wir haben nämlich leider den Anker heute nicht mit, dass wir hier so ein bisschen im Freiwasser treiben können und nochmal probieren, den einen oder anderen Hecht zu kriegen, weil es sieht echt ganz geil aus. Die so ein bisschen wie die Herbstangeln bei den Barschen. Die rauben hier so richtig rein und die Brutfische springen auseinander. Also, vielleicht zeigen wir euch gleich den ersten. Ich hatte eben schon einen dran und eben noch ein Biss. Let's go. Ich glaube ja. Drillen aller Ruhe. Okay, alle Ruhe schön drin. Geil, hatten wir auch einen Fisch drauf und einen guten wahrscheinlich. Guck mal, da ist unser improvisierter Driftanker und Mavi holt schon langsam seinen Fisch ran. Und ich glaube, du brauchst noch ein bisschen da. Alter. Könnte Le Maschine sein. Jawoll, Mavi. Also das riecht hier aber auch ganz gefährlich nach Doppel-TP. Ist das ein Meter? Digga, ich bin mir da nicht sicher. Digga, der Kreis. Alter! Junge, oh. Was ein Koffer, Mann! Was ein Koffer! Alter! Junge, das ist safe auch Marvis PB. Junge, geil, wir messen ihn gleich nochmal. Mega! Kurzes Statement, Herr Feuereis. Geisteskrank! Geisteskrank! Geil! Kannst du aber noch nicht fassen? Zieht euch mal die Drilling rein, ja, zieht mal schön weg. Wie verbogen die sind. Alter. Wir haben eben gemessen, 93. Dann habe ich mich sogar noch mal um einen Zentimeter übertroffen. Sehr geil, ich freue mich sehr für ihn. Das war auch endlich mal ein Drill von einem großen Hecht. Meiner hat ja schon relativ schnell aufgegeben, die Oma. Aber Mavis hat ja hier eben gerade noch den richtigen Ajak gemacht. Das war
Das war geil, oder? Das war mega, Alter. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir werden jetzt hier erstmal rausgurken mit unserer geilen Aldi-Tüte. Und dann machen wir noch ein paar Würfe. Ja, Leute, uns fiel gerade ein, dass wir gerade drüber gesprochen haben, dass es so todesgeiles Wetter die ganze Zeit ist. Wir die ganze Zeit auf den Beinen sind, immer wieder neue Videos drehen und ich schon wildkrankes Material am Start hat, aber wir irgendwie gar nicht die Kapazitäten haben, um alles zu schneiden. Und da wollte ich mal eine Frage an euch stellen. Kennt ihr irgendwen, der vielleicht Bock hätte, für kleines Geld ein bisschen die Videos zu schneiden? Der einfach auch, genauso wie wir die Videos drehen und angeln, hobbymäßig Videoschnitt macht, vielleicht Bock hat, sich mit uns mal kurz zu schließen und vielleicht so ein bisschen Videos von uns zu schneiden. Also wenn ihr da wen kennt oder wenn ihr auch einer von unseren Zuschauern seid, haut uns gerne an. Wäre mega. Hier sieht man die gemeine Seerose. Die war wirklich gemein. Hat den Köder einfach verschlungen. Boah. Safer Biss. Deswegen immer Drilling, weil hängt gut fest dann. Ja Leute, was war das bitte für ein todeskranker Tag? PB bei mir, PB bei Marvi. Ja, war einfach krass. Also es waren gar nicht so viele Fische am Ende. 3 Stück haben wir gefangen. Ein paar mehr Kontakte hatten wir noch, aber wow. Auch die Größe einfach mega. Und Marvis Drill war auch einfach super krass. Dazu einfach dieses schöne Panorama. So schön kann Angeln manchmal sein. Wichtig, dass wir nochmal den zweiten Teil für euch gedreht haben, damit es doch nochmal ordentlich Fisch zu sehen gibt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns mega über einen Kommentar und ein Like freuen. Weil das hilft uns immer so ein bisschen, den Channel auch mit zu pushen. Ihr wisst, wie es läuft, Algorithmus und so. Und dann freuen wir uns natürlich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Wir werden jetzt so langsam reinfahren und vielleicht machen wir noch ein, zwei Würfe, aber bevor nachher das gute Licht weg ist, dachte ich, ich verabschiede mich schon mal. Also haut rein. Machen wir nochmal.